Wer ist denn da? Ah, eine Dame. Zu wem wünschen Sie? Was, die kennt mich nicht? Ach, meine Toilette ist zu fräulenhaft. Ich hab gnädige Frau. Was sehe ich? Das ist ja die Peppi. Peppi Amsel, ehemals Köchin bei meinem Papa, dem seligen Professor. Jetzt stabile erste Liebhaberin bei ambulanten Bühnen. Du bist beim Theater? Ja. Eigentlich nur noch, um es für immer zu verlassen. Oh. Ich sehne mich in die gemütlichen früheren Verhältnisse zurück. Drum war jetzt mein erster Weg zu Ihrer Frau Dant und mein zweiter Weg ist zu Euer Gnaden selbst, weil die Frau Dant mir gesagt hat, dass Sie einen Dienstboten brauchen hätten. Ja, ich habe eine fortgeschickt, die mir in dem gerade missfiel, als sie meinem Mann zu sehr gefiel. Nicht möglich. Mhm. Ja, kann man denn einen Dienstboten auch nur bemerken? Wenn man eine solche Gemahlin hat? Schmeichlerin, du kennst die Männer nicht. Jetzt könnte ich Schmeichlerin sagen. Oh, es ist mir doppelt lieb, dass gerade du. Ja? Ich bedarf einer Vertrauten. Könntest du gleich hierbleiben? Ja, freilich. Ja, das ist ja prächtig, gnädiges Fräulein. Sie sind jetzt meine gnädige Frau. Ach, leider, Frau. Ach, wo sind die goldenen Zeiten der Freiheit? Mein Mann hat große Fehler. Na, fehlerfreie Männer gibt's nicht. Also heißt es, entweder ledig bleiben oder einen nehmen mit die Fehler. Mein Mann besitzt für mich zu wenig Geist. Er ist offen gesagt etwas dumm. Ist er reich? Hast du je einen armen Holzhändler gesehen? Ach, reich und dumm? Sie sind ja ein Glückspilz. Er ist aber dabei auch rätselhaft. Beinahe unheimlich. Trotz seiner Borniertheit kommt es mir vor, als verheimlichte er mir was. Was aber konnte das sein? Ich kann mir nichts anderes denken als ein Verbrechen. Ich kriege eine Gänsehaut. Er ist unruhig, meidet den Umgang, flieht die Bekanntschaften. Das haben viele Verbrecher. Und im Schlaf. Oh. Schnarcht er vielleicht? Nicht immer. Ah? Er spricht häufig im Schlaf, nicht deutlich gerade. Ah, nur so. Ja. Ja, das heißt für gewöhnlich, das ist eine Hitze nicht zum Aushalten. Es kann aber auch heißen, wenn es entdeckt wird, bin ich verloren. Ja. Es hat mir beinahe so geklungen. Baby, wenn er am Ende einen Mord... Nein, gewiss nicht. Ja, es müsste höchstens ein sehr alter Mord sein. Denn von den Neuen ist überall der Täter bekannt. Sei es, wo's immer. Ja. Du, meine erprobte Vertraute, musst mir behilflich sein, dieses Geheimnis zu erforschen. Oh, spionieren, das ist mein Fach. Ja, na komm, hilf mir bei der Toilette. Ich hab dir auch noch andere Dinge zu vertrauen. Oh.